gehen. Rennen. Also muss ich mit euch allen reden erstmal. Dann rede ich doch mal mit dir. Port Atlantis Official, komm her. Erzähl mir mal was. Was möchte ich denn machen? Basic Economy Information, also die Wirtschaftsinformation. Okay, die Wirtschaft ist sehr wichtig hier auf Calypso. Calypso ist von der Erde abgeschnitten, alles muss also hier selbst produziert werden. Naja, die Wirtschaft beruht also auf den Angeboten und Nachfragen der Kolonisten, das ist jetzt Dienstleistungen oder Güter. The flow of goods and money. Kurz gesagt gibt es Sachen, die raffiniert oder unraffiniert angeboten werden. Werden geben sie halt den Handwerkern und im Gegensatz dann auf der anderen Seite produzieren dann die Handwerker irgendwelche Sachen, die sie dann weiterverkaufen. So, da kann man noch Schneider hier rein und Schönheitschirurgen etc. etc. Die machen das Gleiche. Im Prinzip Dienstleistungen. So, und dann gibt es noch, ist es noch wichtig zu verstehen, dass die Ökonomie, die Wirtschaft reguliert ist. Nee, es ist eben nicht reguliert. So, alles beruht hier auf Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot gering ist, gehen die Preise nach oben. Wenn die Nachfrage gering ist, gehen die Preise nach unten. Die Währung, das haben wir ja schon mit dem US-Dollar und dem Project Entropia-Dollar. TT in Markup, the Trade Terminal, das Handelsterminal im Gebäude, in jedem Gebäude. Ne? Es gibt sehr viele Handelsterminals hier. Verkauft das Anfänger-Equipment und sowas wie Bergbaubomben und Munition. Und dann gibt es auch noch, dort kann man auch noch Sachen verkaufen für den Trade Terminal Value, also für den TT Value. TT ist hier sehr, eine sehr wichtige Sache. TT ist also der Preis, der im der offiziell festgelegt ist. Natürlich kann man davon dieser TD-Value, dieser Wert, den man am Handelsterminal erzielen würde, kann man in jedem Infofenster angucken. Und dann gibt es noch das Markup. Markup ist der Marktpreis von so etwas. Also es kann also sein, dass ein Markup 275% beträgt. Und der Verkäufer möchte also 2,75 mal den Wert von einem Trade Terminal haben. So, dann gibt es hier noch irgendwelche, ja, unbegrenzte Gegenstände, kriegen dann noch so einen kleinen Aufschlag, also die sich nicht abnutzen. Was gibt es noch? Landgebiete und Steuern. Ein Kolonist kann ein Landgebiet haben und dort kontrollieren, was auf diesem Landgebiet passieren kann. Er kann sogar festlegen, welche Tiere dort spawnen. Wenn er die DNA von den Tieren hat, kann er selber Steuern festlegen für Leute, die dort Bergbau und Jagd betreiben wollen. Da gibt es dann also sowas wie so eine Brutstation, Fertilizer und dann Fertilizer kann man. Man kann also Dung auf dem Boden finden. Ja, und man kann also Dung suchen als neuer Kolonist. Also auf Deutsch gesagt, wir suchen Scheiße und verkaufen die. Das ist natürlich toll hier. Handel. Kann man also drei Möglichkeiten gibt es zu handeln. Man kann face-to-face handeln, also Gesicht zu Gesicht, Angesicht zu Angesicht. Und dann redet man mit dem Handel. Dem Kerl und legt einen Preis fest und dann verkauft man das dafür. Und dann kann man natürlich noch in Shops verkaufen und dann noch in der Auktion. Bei der Auktion kostet es natürlich eine kleine Gebühr, die man bezahlen muss,
Und zwar an wen? Na, an den Ersteller dieses Spiels. Der muss ja auch irgendwie leben. So, dann gibt es noch, dann gibt es noch Leute, die sehr gut sind, Kleidungsstücke und sonstige Sachen zu kolorieren, neu mit irgendwelchen Texturen zu versehen, Bodysculpting, also ja, vielleicht lasse ich meinen Körper mal wieder etwas schlanker machen, Haarstyling, Friseur und so weiter. Diese Angebote werden meistens face-to-face gemacht, so Economy Guide. In dem Economy-Gebäude ist ein Economy Guide. Dann wird sie dir ein bisschen erzählen über die verschiedenen Terminals und so weiter und so weiter. So, warum guckst du sie nicht an? Sie ist in deiner Karte verzeichnet. Ist sie das? Ja, da ist sie. Ich sehe sie schon. Und zwar da irgendwo hinter den Mauern. Mal sehen, wie sie ausschaut, ob man sie zu einem Kaffee einladen kann oder nicht.